Eine Delegation aus China zu Gast in Treuenbrietzen. 20 Vertreter aus Politik und Wirtschaft informierten sich zur Förderung der Kleinstadtentwicklung. Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Austausch und Ausbildung organisierte die Schulungsreise in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen. Wir haben einen Anruf bekommen von dieser deutsch-chinesischen Gesellschaft, ob wir dann in der Lage wären, kurzfristig ein paar infrastrukturelle, regionalentwicklungstypische Dinge im ländlichen Raum darzustellen. Da ging es insbesondere um das Thema Gesundheitspolitik und Gesundheitswesen und um das Thema touristische Infrastruktur, touristische Entwicklung. Wie kann man sowas sozusagen in der Nähe zu einer Metropole, aber doch auf einem platten Land organisieren? Da möchten diese chinesischen Gäste einfach mal ein paar Erfahrungswerte aus der Praxis haben. Das Johanniter-Krankenhaus als größter Arbeitgeber in der Region war ein Ziel der Delegation. In Treuenbrietzen entstand in den letzten 10 Jahren eine Fachklinik für Rheumatologie, Psychiatrie und Pneumologie. Die Gäste überzeugten sich vor Ort von der Arbeit und vom Konzept der Johanniter. Wie wir ausbilden, wie wir uns vernetzt haben, um die Ärzte, um die Pflegenden hier nach Treuenbrietzen zu bringen. Und wir haben auch gezeigt, wie das Krankenhaus funktioniert mit letztlich modernen Managementstrukturen, mit Tochtergesellschaften, die entwickelt wurden, mit medizinischen Versorgungszentren oder eben auch einem Medianzentrum, einer Physiotherapie. Der Bau eines weiteren Bettenhauses mit einem Investitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro ist in Planung. Das interessierte die Delegation. Es ist so, dass ganz genau gefragt wurde, für wie viel Investitionen wir bauen, woher kommen diese Gelder, wie funktioniert also das in Deutschland, wie viel Bruttogeschossfläche wird errichtet für dieses Geld. Es wurden also ganz konkret Daten ausgetauscht und es kam jetzt in der Diskussion auch die Frage, wollen wir nicht mit einem chinesischen Krankenhaus kooperieren, zusammenarbeiten? Da sind wir natürlich dabei und haben die Kontakte zur Geschäftsführung vorgegeben, um diese Kontakte dann auch zu knüpfen. Wir werden sehen, wie sich das belebt. Bei einem einstündigen Stadtrundgang erfuhren die Gäste einiges über Möglichkeiten der Stadtentwicklung in kleinen Kommunen. Kooperationspartner wie die AG Städte mit historischen Stadtkernen seien laut Bürgermeister Michael Knape hier von großer Bedeutung. Im Verbund mit den historischen Stadtkernen in Brandenburg, wo ja viele kleine Städte sich eben mit den großen in einen Verbund hineinbegeben haben, kann man touristisch tatsächlich auch eine ganze Menge zusätzliches Potenzial heben, was man natürlich aber dann auch ein Stück weit verbinden muss mit dem, was eben uns auch ausmacht, mit Natur, mit Umgebung, auch mit Technik, wenn wir eben an die Thematik mit Feldheim eben denken, sodass wir also diesen bunten Blumenstrauß eben über das Kernthema unserer historischen Altstadt versuchen darzustellen und damit eben auch Stadtentwicklung deutlich machen. Die Delegation erhielt viele Anregungen. Ob es Kooperationen geben wird, blieb offen.